Hallo liebe Freunde und willkommen zu Let's Play Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Ja, mein nächstes Let's Play steht an und da Turm von Babel so gut ankam, habe ich mir gedacht, machen wir doch weiter mit unserem Lieblingsarchäologen und schicken ihn ins nächste Abenteuer. Zum Spiel muss man sagen, das Ganze ist von 2003. Turm von Babel war ja von 1999, das heißt, ihr seht jetzt mal so einen kleinen Unterschied. Ich werde auch auf einiges hier gerade in den ersten Level näher eingehen. Das ganze Projekt, sage ich ganz ehrlich, war eigentlich erst für nächstes Jahr geplant. Ich weiß nicht, ob ich das auch so öffentlich gesagt hatte, aber es war auf jeden Fall so geplant. Aber ich habe mir gedacht, da jetzt der harte Lockdown noch kommt und das alles so ein bisschen scheiße ist gerade da draußen. Also ersetzt zwar nicht irgendwie doch nochmal so Weihnachten mit der Familie zu feiern, wie man es gerne hätte, aber ich dachte mir, ein bisschen was tue ich für die Community. Und da Turm von Babel sehr gut ankam, wurde Legende der Kaisergruft jetzt vorgezogen. Hat sich ein bisschen was verändert auf jeden Fall. Erstmal will ich wissen, ob mein Schwierigkeitsgrad der schön gespeichert hat. Genau den will ich nämlich haben. Schön schwer. Weil dann bockt das Spiel nämlich richtig. Und wir machen natürlich ein neues Spiel. Soll ja auch schon alles schön werden. Nennen wir LP. Und ich würde sagen, auf geht's ins erste Abenteuer. Beziehungsweise ins nächste. Und damit willkommen in Cylon Varia Pola. Wo Cylon genau liegt, dürft ihr mich nicht fragen, das weiß ich nicht. Der Karte nach markiert dieser Steinkopf den Eingang in die verlorene Stadt. Unter der Stadt liegt der Tempel der dunklen Flussgöttin mit dem Götzen von Koruvatu. Ich bin fast da. Also, es geht zum Tempel der Flussgöttin. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Bleibt hier, ihr Vögelchen. Könnt doch nicht abhauen. Das erste, was sich verändert hat, welch Wunder, das Klettersystem. Ich gehe da jetzt auch mal ein bisschen näher drauf ein. Ihr seht, freieres Klettern, nenne ich es mal. So, ich will jetzt hier runter, ohne Energie zu verlieren. Brav. Wasser hat sich natürlich auch extrem verändert. Ich bin ja so einer, der mag so Wasserlevel gerne. Deswegen achte ich in manchen Spielen, gerade in so Open-World-Spielen, immer ganz gerne als erstes auf die Wasserqualität. Dann gibt es im ganzen Spiel so kleine Secrets versteckt. Ich bin ein reicher Mann, wenn ich das hier überlebe. Dazu ein schlauer Spruch von Indy und die sehen so... Moment, Sri Lanka? Okay, ja, Sri Lanka weiß ich in etwa, wo das liegt. Ja, das ändert die Sache komplett. Aber hier haben wir zum Beispiel den Götzen von Ramba... Ey, Götze des Ramba Vihara. Sind so kleine, ja, alles mögliche halt. Das seht ihr noch, ich nehme da mal nicht die Spannung vorweg. Das Einzige, was so nervt, ich kann es mal zeigen, ist, man kann zwischenzeitlich nicht speichern. Heißt, wenn wir irgendwo verrecken, geht's von vorne los. Könnt ihr euch vorstellen, ist nicht ganz so geil. Aber ansonsten sehr schön auch die Landschaft, wie sie sich verändert hat, finde ich. Ich könnte hier eigentlich meine Feldflasche auffüllen. Wofür die Feldflasche interessant ist, ihr ahnt es schon, da ist die Gesundheitsanzeige, das ist daran ein bisschen gekoppelt. Da gehe ich vielleicht auch später nochmal näher drauf ein. So, jetzt erstmal der erste große Sprung. Ihr seht es auch, Indy springt ganz anders. Und wir können jetzt auch, wie ihr seht, über das Rollen Gegenstände aufnehmen. So, hier geht es jetzt auch wieder runter. Denn wir brauchen die Machete. Ich muss irgendwie durch das Gestrüpp.
um hier die Ranken kaputt zu hauen. Die Ranken sind jetzt nicht so schön hier. Ich habe hier meine Peitsche dabei. Und das System der Peitsche wurde auch geändert. Ich zeig's euch mal. Wenn ich zu früh loslasse. Okay, jetzt ist er gerade nicht abgestürzt. Zeigen wir. Springen wir einfach runter und zeigen es nochmal. Jetzt kann ich sogar durch meinen ungeschickt die Fellflasche einmal demonstrieren. Also, man nehme ein Schlückchen und ist wieder voll. Und dann kann man auch jederzeit sich hier an diesen Brunnen aufpumpen, wie man gerade Bock hat. So, der zweite Teil des Peitschensystems, zu dem ich gerade nicht gekommen bin, war, wenn ich das länger gedrückt halte, das Ding, steht er irgendwann in der Luft. Wir können also auch hier natürlich wunderschönen Schwung holen. Und hier geht es jetzt erstmal wieder durch die Ranken. Würde ich euch gerne noch... Na, schade. Das konnte ich jetzt nicht mehr zeigen, weil Levelausgänge werden jetzt inzwischen auch immer stärker angezeigt. Ihr seht, es hat sich wirklich was getan in 4 Jahren. Finde ich immer sehr, sehr schön, so Vergleiche. Gerade auch für mich als Gamer. Elfenbeinjäger. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Ich muss aufpassen. Und jetzt das Schönste von allen, wie ich finde. Indy, halt die Fresse, halt die Luft an. Hey, ich wollte ihn überraschen. Fuck, ey. Komm her. Man kann es auch ganz einfach machen. An die Wand mit denen und dann einfach drauf und was das Zeug hält. So. Hören wir mal wie beim Eishockey den hauen. Schön mit der Schulter zuerst. Jetzt wieder meine Lieblingstaktik. Den schön so verhauen. Eins. Da war was. Zwei. Drei. Ja, Waffen gibt es natürlich auch hier. Nur halt nicht mehr mit unendlich Munition. Und wir dürfen uns auch Gegenstände zum Kämpfen nehmen. Zum Beispiel einen kleinen Spaten. Au, voll auf die Nuss, ey. Sehr schön. Flaschen gibt es zum Beispiel auch. Alter. Sehr schön. Oh, Alter. Jetzt will er es aber wissen. So. Und liegen bleiben. Einzige traurige. Komm, ich will das demonstrieren. Die Waffen können kaputt gehen. Und hier ist auch schon das nächste Secret. Ja, Flaschen können wir auch erstmal fleißig werfen. Macht auch immer Spaß, so einzelne Gegenstände zu werfen. Und wen es interessiert, ja, Stühle kann man auch nehmen. So, jetzt holen wir uns aber erstmal das nächste Secret. Und da gibt es einen schönen Schleichweg. Na komm, geht doch. Bisschen verschwenderisch, gebe ich zu, von der Munition her jetzt, aber Bingo. Was soll's. Und zwar kriegen wir die Mahavatu-Maske. Klingt irgendwie wie so ein Priester. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Ein paar Rollen sind auch immer schön. So, und als nächstes geht's uns erstmal hier rein. Ihr hört auch in die hechelt, wenn der ein bisschen außer Puste ist. Ja. Wie gesagt, ich find's geil. Das Spiel hat auch Kindheitserinnerungen von mir zurückgeholt. Schöne, positive Kindheitserinnerungen einfach mal. Als ich das auch bei Steam gesehen habe, habe ich mir gedacht, das musst du haben. Das musst du haben. Und siehe da, auf einmal hatte Matt Indiana Jones. Ob ich jetzt noch die anderen Spiele davon spiele, gibt es ja auch noch ein paar Vorgänger, weiß ich noch nicht. Also Fate of Atlantis hätte ich im Kader. Wir gucken. Jetzt machen wir hier erstmal die Legende der Kaisergruft fertig. Und jetzt geht's
hier erstmal weiter. Man kann übrigens auch aus dem Sprung heraus diesmal die Peitsche. Ihr seht, das ganze Bewegungssystem ist also freier. Das wird aber später noch interessanter. Und schönes neues Schwimmen natürlich. Für die Quote. Jedes Quäntchen ist wichtig, ne? So, da springe ich nie gerne rüber. Da gebe ich auch euch den Tipp, einfach rüberrollen, wenn ihr das Spiel auch mal spielen wollt. Ah, da ist die Bowlingkugel. Und das mit einer Wumme. Finde ich aber nicht nett. Warte, das klären wir. Such den Verdammten! So gefällt mir das schon besser. Ja, mir erst, Indy. Nee, hier liegt nichts mehr. Das ist schade. Hier sind keine Kisten, keine Kisten. Gemeinheit. Nur einen Schuss da drin. Hättest du mir vorher noch nachladen können. Aber gut. Ja, zu manchen Plattformen ist tatsächlich hinrollen die bessere Alternative. So, jetzt erstmal hier weiter. Kommen natürlich beide direkt mit Waffen. Verdammte Moskito. Ganz, ganz dumme Idee. Kleiner Tipp, wenn man Waffen hat, sollte man die auch einsetzen. Zumindest wenn man vorhat, sie einzusetzen. Sollte man nicht nur quatschen. Und die Steam-Nachrichten hier unten werden häufiger auftauchen. Wer OBS hat, wird verstehen, wie ich es möglich gemacht habe, dieses Spiel aufzunehmen. So, jetzt geht's erstmal ins nächste Level, Level 3. Und hier machen wir auch erstmal einen kleinen Cut. Zu den Figuren zu sagen, es gibt 10 Kapitel, beziehungsweise zu den Secrets, es gibt 10 Kapitel und in jedem Kapitel sind 3 Secrets versteckt. Das bleibt noch zu sagen. Ansonsten, der schwarze Rand an den Seiten tut mir auch leid. Aber ließ sich nicht anders einrichten. Ja, ansonsten war es das tatsächlich fürs Erste. Ich freue mich auf jeden Fall richtig auf das Spiel und habe richtig Bock darauf. Freue mich auch, wenn ihr wieder dabei seid, gerade vor allem nachdem Turm von Babel so geil ankam. Und ich hoffe, euch damit trotzdem irgendwie so ein bisschen den Lockdown angenehmer gestalten zu können. Es ist eine Scheißsituation, es ersetzt nicht die Weihnachtstage, habe ich auch nicht vor mit der Familie, aber ich hoffe dennoch irgendwie irgendjemandem damit so ein bisschen die Zeit zu versüßen und sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.